sitze in der Close Guard und möchte diese Guard öffnen. Dafür kann ich diesen Gi-Choke benutzen. Wichtig ist, dass ich weiß, dass dieser Gi-Choke eine Gefahr darstellt für mich, weil er daraus sehr leicht einen Armhebel machen kann. Ich greife an sein Revers mit dem kleinen Finger zu seinem Kopf. Ich führe sein Revers an seinem Hals vorbei, richte mich auf und schiebe sein Revers an seinem Hals vorbei und erwirke damit eine Würgewirkung. Nun wird er versuchen, das zu verteidigen und öffnet wahrscheinlich die Guard. Das ist der Moment, wo ich das Bein runterdrücken kann, ein Knie drüber setzen kann und damit passieren kann.